ursprünglich gebürtige Hamburgerin über Berlin, wegen der Kinder nach Bayern. Ich habe selber eine ganze Menge Kinder und fand das super interessant. Ich bin übers Internet eigentlich auf diese Ausbildung gestoßen und habe bloß festgestellt, dass mich das sehr interessiert. Konnte aber überhaupt nichts großartig damit anfangen. War also sehr neugierig, habe mich da angemeldet und bin jetzt mehr oder weniger dabei und restlos begeistert. Es war so, dass ich irgendwie in Richtung Psychologie was machen wollte. Also wie gesagt, meine Kinder sind jetzt langsam groß und ich lerne immer dazu. Ich habe damals also auch eine Ausbildung zum Heilpraktiker gemacht, weil ich nicht davon begeistert war, wenn du mit den Kindern zum Arzt gehst, kriegst Antibiotika. Und ich habe immer gesagt, es gibt auch eine andere Methode. Und insofern, ich bin sehr wissbegierig, sehr lernwillig. Und habe dann das so gemacht. Und jetzt wollte ich in Richtung Psychologie gehen und bin darüber gestolpert. Also das, was wir gestern gelernt haben, das mit den Handflächen, habe ich sofort telefonisch an meine Tochter weitergegeben, weil die gerade ein Problem hatte in Bezug auf Liebeskummer. Die rief mich abends dann total begeistert an und hat gesagt, Mami, mir geht's viel besser. Also es sind einfache Methoden, wo ich dann immer gesagt habe, so einfach kann das gar nicht sein, das ist mein innerer Quatsch, ja? Aber es funktioniert tatsächlich. Das ist genauso, wenn ich jetzt einen Bogen spanne, Heilpraktiker, Homöopathie, je dünner diese Substanz ist, umso wirkungsvoller ist sie. Totaler Quatsch, man muss nicht dran glauben, es funktioniert. Absolut, super. Ich habe noch nie so ein Seminar gehabt, wo wirklich man nicht auf die Uhr schaut, wo man nicht sagt, boah, wie lange ist das denn noch, sondern wo man entsetzt ist, dass es schon vorbei ist. Und auch so diese Gruppe, absolut homogen, wirklich richtig toll. Da ist keiner bei, wo man sagt, oh nee, mit dem würde ich lieber nicht so arbeiten wollen. Ganz egal, mit wem auch immer, es ist nur positiv. Nur, also, ich bin restlos begeistert. Er verblüfft mich absolut, weil er immer wieder so Spannung aufbaut, die eigentlich ja nie nachlässt, ne? Sondern man ist immer wissbegierig, was kommt als nächstes. Man ist ganz gespannt auf das Nächste und er bringt Humor rein und er macht wahnsinnigen Spaß. Also es ist nicht stures Pauken, sondern es ist einfach Lernen mit Spaß.